Liebe Zuschauer, neben mir ist Herr Andreas Exler, ein weiterer Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl in Zeitz. Lieber Andreas, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, zur Zeitzer Lupe, und bereit bist, ein kleines Interview uns zu geben und den Bürgern sich vorzustellen. Du bist zwar schon sehr bekannt in dieser Stadt Zeitz, aber bei diesen doch fast 30.000 Einwohnern wird nicht jeder dich persönlich kennengelernt haben. Wann hast du eigentlich den Entschluss gefasst, dich zur Wahl zu stellen als Oberbürgermeister? Politik ist schon länger mein Hobby, oder ich sehe das auch als kleine Berufung. Seit 1989 bin ich in der Politik tätig, seit 2004 im Zeitzer Stadtrat als Stadtrat. Mein Entschluss, zum Oberbürgermeister zu kandidieren, entstand in der letzten Wahlperiode, als ich merkte, und es ist gut ist, dass Zeitz zu den bekannten Persönlichkeiten noch eine Alternative braucht. Das ist fein, das ist, das heißt ja auch Wahl, dazu muss auch ein Bürger eine Wahlmöglichkeit haben, so kann man es ja auch sagen. Genau, das ist auch mein Credo, dass man sagt, also der Bürger oder die Wähler brauchen ja auch eine Auswahl, um zwischen unterschiedlichen Menschen, in dem Fall sind es ja Menschen, zu entscheiden und auch zwischen unterschiedlichen Programmen zu entscheiden. Du kennst ja Zeitz als Kind bereits schon und jetzt auch in den Jahren als Stadtrat, als du tätig warst. Welche Besonderheiten hat denn Zeitz im Vergleich zu anderen Städten, oder was ist das Besondere an Zeitz? In beider Hinsicht, einmal im Positiven und auch vielleicht in dem, was uns belastend für uns ist. Ja, ist erstmal richtig, dass Zeitz seit 1975 meine Heimatstadt ist. Es gibt Dinge, klar, wie in jeder Stadt, die besonders schön sind und vielleicht nicht ganz so schön sind. Ich finde erstmal, die topografische Lage der Stadt ist schön. Wir sind umgeben von einer herrlichen Landschaft, die sehr abwechslungsreich ist. Man fühlt sich wohl bei den Zeitzern, muss ich sagen. Und ich lebe gerne in der Stadt und kenne natürlich auch das Umland von Teisen bis nach Kainar. Bin da viel unterwegs gewesen, sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß. Was vielleicht Dinge, die man verbessern könnte oder Dinge, die noch nicht so da sind, ist erstmal so, dass wir nun leider in den letzten Jahren eine Stadt geworden sind, die etwas kleiner geworden ist von der Einwohneranzahl. Wir sind auch eine Stadt geworden, die etwas älter geworden ist von ihren Einwohnern, weil halt leider zum Beispiel meine Generation in einer großen Zahl die Stadt verlassen hat. Das müssen wir beachten, dass wir also eine Stadt sind, wo viele ältere Menschen wohnen. Das heißt, es ist so ein Thema Barrierefreiheit, die beginnt jetzt nicht nur, dass es vielleicht irgendwo einen Fahrstuhl gibt, sondern Barrierefreiheit ist auch, dass ich mit meinen eventuellen Hilfsmitteln gefahrlos die Straße überqueren kann. Barrierefreiheit ist auch, dass ich möglichst einfach in meine Wohnung komme. Auch das sind Dinge, die wir beachten, noch mehr beachten müssen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Aber auch zu den Fokus mehr auf die Senioren zu richten, gilt es auch, den Fokus mehr auf insbesondere Familien zu richten. Weil die sind ja irgendwann mal dann unsere Stütze in der Stadt Zeitz. Deshalb ist es genauso wichtig, wie wir uns für die Senioren barrierefreie Dinge oder Barrierefreiheit überhaupt schaffen müssen, auch für die Familien ein gutes Klima zu schaffen. Ein gutes Wohnklima liegt mir ja ganz am Herzen, dass also Familien sich sowohl in der Stadt, also vielleicht auch am Stadtrand oder in den ländlichen Stadtteilen wohlfühlen. Das ist ganz wichtig und jede Familie hat da vielleicht ein paar andere Ansatzpunkte. Ich denke zum Beispiel, dass es wichtig ist, einen Spielplatz in der Nähe zu haben, falls ich nicht in einem großen Haus wohne, mit einem großen Garten. Und dass ich einfach und unkompliziert meine Einkäufe erledigen kann. Fein. Wir hatten ja jetzt beim Besonderheiten so allgemein gehalten, was siehst du als besondere Chancen der Stadt Zeitz an? Die Lage, dass wir in der Metropolregion zum Beispiel sind, die Universitäten in der Nähe oder was, oder die Anschluss, einen guten Verkehrsanschluss, oder was sind die besonderen Chancen für Zeitz? Ja, ein Stichpunkt ist gerade genannt worden. Wir haben eine sehr gute Lage. Wir liegen, ältere Leute würden sagen, im Chemiedreieck Halle-Leipzig. Ich sage, wir liegen in der Metropolregion Halle-Leipzig. Die ist ja auch mit diesem Verein recht gut beschrieben, den es gibt in Leipzig. Das geht also von Halle-Leipzig bis nach Jena. Und wir könnten da auch wieder ein Dreieck drüber legen. Und da liegen wir nun in der Mitte. Und da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, damit wir Anschluss erhalten an die Stadt Leipzig, aber auch an die
genauso wichtige Stadt Jena oder Gera. Und Anschluss sagt schon ein bisschen das Wort. Natürlich brauche ich auch einen Anschluss, der mit dem Zug oder mit dem Auto machbar ist. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir eine bestmöglichste Verkehrsanbindung haben. Wir haben jetzt schon eine gute Verkehrsanbindung über die Schiene. Es gibt bestimmt noch das eine oder andere, was es da zu verbessern gibt, dass vielleicht der Zug etwas schneller fährt, dass es vielleicht möglich ist, diesen Zug S-Bahn zu nennen oder im MDV, also wo ich mein Ticket löse, dass es da noch irgendwelche Erleichterungen oder Verbesserungen gibt, dass es Kombi-Tickets oder ähnliche Weise gibt. Aber ist wieder die topografische Lage. Wir liegen mitten in der Metropolregion. Und ganz wichtig ist, dass wir das, was gut ist bei uns, also diese kleine familiäre Stadt, die wir gerne werden möchten, oder diese Wohnstadt, dass wir uns natürlich den Städten Leipzig, Jena, Halle uns auch anbieten, als die Wohnstadt hier im Südraum mit einer herrlichen Lage ringsherum oder einer herrlichen Landschaft ringsherum. Was ist für dich eigentlich das Wort Heimat? Was bedeutet es für dich, da du ja auf deinem Wahlplakaten auch das ansprichst, dass du von hier bist? Was bedeutet Heimat für dich oder was sagt das aus für dich? Also Heimat ist für mich die Stadt Zeitz, ganz klar. Immer, wenn ich beruflich mich etwas weiter weg von der Stadt Zeitz bewegt habe, ich habe auch schon in Leipzig, in Merseburg, Weißenfels gearbeitet in der Vergangenheit, habe ich immer gemerkt, dass meine Wurzeln in diesen Städten nicht ganz so stark waren. Und bin immer, wenn ich wieder nach Zeitz zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, dass meine Wurzeln hier sozusagen auf fruchtbaren Boden gefallen sind und ich immer gut von dieser, ja, aus diesen Wurzeln zehren konnte und meine Arbeit recht gut machen konnte. Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich wohlgeborgen bin, wo ich viele Menschen kenne, wo ich gerne bin. Und das ist in dem Fall Zeitz, das kann für jeden anderen was anderes sein, aber für mich ist Zeitz meine Heimat. Schön. Da du dich ja bewirbst um das Amt des Oberbürgermeisters, hast du ja vielleicht schon Gedanken gemacht, welche Aufgaben auf dich dort zukommen können. Was muss deiner persönlichen Meinung nach ein Oberbürgermeister leisten in dieser Stadt für seine Bürger? Ganz wichtig, und Gedanken habe ich mir gemacht, die sind auch ein bisschen formuliert auf meiner Internetseite oder in einem Wahlflyer, der noch verteilt wird. Aber ganz wichtig, was muss ein Oberbürgermeister leisten? Ich denke, er muss ganz wichtig erstens für sich und seine Stadt da sein. Für sich und also für uns und auch für die Bürger da sein. Ansprechpartner sein und er muss organisieren. Er muss nicht alles selber können und machen. Er muss auch nicht der perfekte Verwaltungsfachmann sein, weil ich denke, im Rathaus gibt es viele gute Verwaltungsfachleute, die gut verwalten können. Wichtig ist jemand, der organisiert und der kreativ sagt, wohin soll sich Zeitz entwickeln. Was ist für dich der typische Zeitzer? Der typische Zeitzer auf jeden Fall ein etwas zurückhaltender, aber doch noch lustiger Mensch, mit dem man auch gerne ins Gespräch kommt, der vielleicht auch deutlich sagt, wo sein Kummer ist, etwas weniger sagt, was er gut findet. Schön wäre es, wenn wir die eine Seite ein bisschen mehr hochheben könnten und das andere ein bisschen runterdrehen können. Das wäre noch schöner, aber ich erlebe den Zeitzer als einen, der die Probleme offen anspricht, die guten Seiten auch weiß, aber vielleicht nicht immer so sagt. Was sagst du dazu, was schon für mich erstaunlich war, dass unser jetziger amtierender Oberbürgermeister Dr. Volkmar Kunze, ja, der sich ja wieder zur Kandidatur gestellt hat, unterstützt wird nahezu von allen vertretenen Parteien im Stadtrat. Also du bist unterstützt ihn die FDP, wo er Mitglied ist, über die CDU, über diese kleinen unbekannten Namen letztlich für Leute von außen stehen, sowie sogar die Linke unterstützt ihn. Was sagst du dazu zu dem Stadtrat? Wie kann sowas möglich sein? In erster Linie ist das immer eine Entscheidung der einzelnen Parteien oder Gruppierungen, die sagen, okay, wir unterstützen den Kandidaten oder den Kandidaten. Das muss also die Gruppierung oder die Partei ganz alleine entscheiden. Und der ist nach außen artikuliert, sollte das natürlich auch mit seinen Mitgliedern in Gänze abgesprochen haben. Ich stehe für Zeitz da, als Einzelbewerber, der natürlich von den Freien Wählern unterstützt wird. Wie die anderen das gestalten, wen sie unterstützen oder wen sie nicht unterstützen, das liegt ganz alleine bei den entsprechenden, die das erklären. So, und jetzt zum Abschluss nochmal, vielleicht, welche Vision hast du für Zeitz
Ja, ich würde mich freuen, wenn Zeitz irgendwann, also in den nächsten 7 Jahren, fester Bestandteil dieser Metropolregion ist, die wir schon angesprochen haben. Wir in Leipzig, Jena, Halle wahrgenommen werden als an... Das gehört auch zur Stadt Zeitz dazu. Das gehört auch dazu. Also wir als Wohnstadt in diesen Städten wahrgenommen werden und wir auch davon profitieren, dass wir in Zeitz viele qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, also unsere Unternehmen stellen diese zur Verfügung, nicht wir. Und dass die Mitarbeiter dieser Unternehmen möglichst sagen, ja, Zeitz ist so schön, unsere Wohnung, unser Haus soll bitte in Zeitz sein. Das wäre natürlich uns sehr gelungen, wenn uns das so weit vorwärts bringt. Andreas, wir sind jetzt ja am Ende unseres Interviews angekommen. Noch ein kleines Angebot. Wie wär's? Du kannst ja auch deiner Familie nette Grüße hier noch geben in der Zeitzer Lupe, weil ich gehe von aus, dass deine Familie dich unterstützt im Wahlkampf. Davon gehe ich auch aus und weiß das auch, dass das so ist. Es ist gut, eine Familie zu haben, in meinem Fall eine Frau und ein Kind. Und ich denke auch, dass mein Kind stolz ist auf mich. Genauso wichtig ist es natürlich, hinter dieser Familie gibt es ja noch Großeltern und meine Eltern in dem Fall oder Schwiegereltern. Und die ist auch schön, dass es so eine große Familie gibt. Ich zehre auch davon und fühle mich da auch geborgen. Das ist fein. Und jetzt verabschiede ich mich, liebe Zuschauer. Ich danke dir nochmal, Andreas, vielmals für den Beitrag. Und ja, und ich möchte mich auch bedanken, in dem Fall bei der Zeitzer Lupe, bei Henry Treblow, bedanken für das Interview als solches, aber darüber hinaus auch für die Arbeit der Zeitzer Lupe, die die Stadtratssitzung dokumentiert, Zeitz dokumentiert, so wie es ist, mal mit den schlechten, aber auch mit den positiven Dingen. Das ist gut so und finde ich auch gut so, diese Zeitgeschichte jederzeit im Internet wieder erlebbar zu machen und also einfach zu dokumentieren. Dafür herzlichen Dank. Ich würde mich bei Ihnen bedanken wollen für Ihr Zuschauen und freue mich natürlich auch, wenn Sie am 28. Februar Ihr Kreuz bei Andreas Exler machen. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag. Und Ihnen, liebe Zuschauer, gebe ich noch was ganz Kurzes auf den Weg. Das Wichtigste ist für uns als Zeitzlobe, dass Sie überhaupt zum Wählen gehen. Das ist eines der Hauptgründe, warum wir diesen kleinen Aufwand auch betreiben, um wieder ein bisschen Freude und Spaß in der Politik zurückzugeben. Dankeschön.